das ging ja Anfang September los mit der Schleierentführung. Und dann kriegten wir sofort die Order, in der Unterkunft zu bleiben, also Sitzbereitschaft in der Unterkunft. Wir konnten mal kurz nach Hause fahren, uns noch ein paar mehr Sachen besorgen und dann waren wir quasi in der Kaserne kaserniert. Und egal, wo einer von uns wohnte, ich wohnte nur einen Kilometer vor dem Unterkunftstor, da gab es keine Ausnahme. Also alle blieben da, weil es hieß, wir können jeden Moment losgehen. Und nachdem wir dann unsere Sachen alle vorbereitet hatten, teilweise immer eine Einheit hatte ja Bereitschaft für eine Woche, da waren die Bereitschaftstaschen mit den ganzen Einsatzmitteln waren gepackt und standen schon teilweise auf den Einsatzfahrzeugen. Ne? Die Einsatzeinheit, die immer eine Woche Bereitschaft hatte, hatte ja die damalige Mercedes zur Verfügung. Und für fünf Leute, für ein SET, brauchte man immer zwei Autos. Weil auf ein Auto zwei und auf dem anderen drei wegen der Menge des Gepäcks. Wir hatten ja die langen Waffenkisten für unsere Präzisionsschützengewehre und da gingen maximal drei Stück im Kofferraum und die ganzen anderen Sachen mussten dann auf beide Autos verteilt werden, auf die Kofferräume. Und es war, ich sag mal, für uns junge Leute war es auf der einen Seite sehr euphorisch, dass wir jetzt vielleicht doch mal zum Zuge kommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich auch sehr belastend. Denn viele von uns waren ja verheiratet und hatten kleine Kinder. Und die hat man dann wochenlang auch nicht gesehen. Denn die Bereitschaft ging ja von Anfang September bis in den Dezember hinein. Also weit nach dem eigentlichen Einsatz. Ja, weil man immer noch mit gerechnet hat, dass irgendwas ist, wo wir auch da sein müssen. Und in der Anfangsphase während der Schleiersache waren wir oft nachts eingesetzt. Auch mit dem Bundeskriminalamt zusammen und LKA. Und wenn irgendwo die Polizei Nachricht kriegte, dass irgendwo der Schleier vermutet wurde, sind wir dann nachts hin und haben das Haus oder die Wohnung durchsucht, je nachdem, was es war. Und haben ihn aber leider nicht gefunden, muss man sagen. Ja. Und BKA und LKA waren immer dabei, um das administratorisch abzuwickeln. Gehst genau nur hin, rein, nichts gefunden, raus und weg. Und der Rest wurde dann vom BKA erledigt. Die Stimmung war eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Wir waren ja auch relativ jung und in unserer Zeit damals gab es ja noch Carrera-Bahn, die Autobahn. Und jeder, der eine hatte, brachte die auch mit und hat sich bringen lassen. Und die wurden dann auf dem Flur aufgebaut und dann wurden bis nachts Rennen gefahren. Und ansonsten, der Dienstplan bestand viel aus Sport, weil man wollte vermeiden, dass wir weiter Rückkehrwege haben im Falle einer Alarmierung, wenn wir irgendwo anders hingefahren sind, auf Schießstände, die außerhalb der Unterkunft waren. Also wir haben nur unsere eigenen Sachen benutzt. Wir hatten eine eigene Schießanlage ja bei uns im Hauptgebäude und wir hatten den Skistand ja in der Unterkunft, wo wir uns schießmäßig fit halten konnten. Ansonsten wurde sehr viel Sport gemacht. Wir hatten ja zwei Sporthallen, Schwimmbad, Sportplatz und großen. Also von der Seite her waren wir ja gut bestückt. Wir hatten eine eigene Hindernisbahn, die jeder von uns gehasst hat. Und ansonsten wurde dienstplanmäßig dann in der Unterkunft abgehandelt. Und die Stimmung selber untereinander war gut, muss man einfach sagen. Ja. Und weil ja ständig mit Einsatz zu rechnen war selbstverständlich ein Alkoholverbot, aber das war auch gar kein Thema. Ja. Man kann ja auch was anderes trinken. Wobei, wenn man abends in der Teeküche sitzt, ne, die heißt nur Teeküche, da gab es keinen Tee, ja, dann Wasser zu trinken oder so, ist ja nicht so lustig, aber machbar, alles machbar.